So, ich nehme euch heute mal mit in das Terrarium meiner Kletternattern. Oh, hier sieht man Larissa, die Große. Das ist Larissa. Und unten drin liegt natürlich unser Diamond. Also wie man sieht, vertragen sich meine drei Kletternattern eigentlich sehr gut. Hier Larissa. Übrigens, Larissa weist eine Länge von 2,10 Meter auf. Ja, ist eine, auch eigentlich ein sehr umgängliches Mädchen. Sie ist natürlich nicht so für Besucher geeignet. Sie ist ein bisschen eigenwillig. Hier hinten haben wir noch mal Diamond mit drin. Ja, und wie man sieht, ist das Mädchen auch eigentlich eine ganz liebe. Dann gehen wir mal hier rüber zu unserem Lieblingsversteck. Ja, hier wurmelt's auch. So, hier haben wir nochmal Saphiro. Wie man sieht, auch ein Albino. Ja, also nicht täuschen lassen. In diesen Schuh, das sieht jetzt mal von der Hand her, geht auch eine 2,10 Meter große Schlange ganz bequem rein. Also hier lang ist er auch schon zu dritt drüber und drunter. So, hier haben wir mal Sapiro. Ich habe ihn jetzt mal rausgenommen. Eigentlich so der kleine Kinderliebling. Er ist eigentlich sehr verspielt, sehr ruhig. Ist mittlerweile 5 Jahre. Larissa ist 6 Jahre. Und Diamond, da hinten drunter liegt, dürfte jetzt, glaube ich, 3 Jahre sein. Ich hatte die Schlangen aufgenommen. Das heißt, Saphiro und Diamond. Larissa ist 2017 mitgekommen, allerdings mit fast, naja, 1,50 Meter. Also mittlerweile so groß geworden ist. Naja, gut. Aber wie man sieht, sind es sehr umgängliche Tiere. Hier leben übrigens in dem großen Terrarium, Entschuldigung, in dem großen Terrarium leben hier mittlerweile 3 Kletternattern drin. Alle südamerikanische Arten. Verstehen sich alle sehr, sehr gut. Darüber bin ich auch ganz froh, dass ich hier keine umsetzen muss. Damit wir mal Larissa sehen. Jawohl. Ein wunderschönes Mädchen. Hat sich jetzt auch erst gehäutet. Ich bin immer froh, wenn ich von ihr immer wunderschöne Häute bekomme. Und ja, ihr könnt auch mal hinten das große Terrarium. Ich zeige es euch mal von außen. So, das ist das große Terrarium. Über 2 Meter breit, über 2 Meter hoch und über 1 Meter in der Breite. Und da können Sie klettern. Das wird jetzt demnächst eigentlich noch mit umgebaut. Hier kommen noch einige frische Äste wieder mit rein. Auch die Ablagen werden etwas verbessert. Es kommt noch etwas mehr Dekorationsmaterial mit rein. Und ja, so denke ich mal, habt ihr mal einen kleinen Einblick gekriegt ins Zuhause der großen Kletternattern.